Und weiter geht's mit Let's Play Spin Tires und einem Hai im Motor. Nein, ich bin nicht im Motor, ich bin im Kofferraum, da wo du mich gestern vergessen hast. Okay. Ich kann mal überlegen, was ich eigentlich gerade mache. Ah, richtig. Wir vervollständigen die Werkstatt. Mein Hai, wie viel warst du schon über Spin Tires? Und über die Faszination Spin Tires? Soweit ich weiß, hast du mal versucht, den ganzen Wald auszulöschen. Naja. Gut, mit dem großen MAZ habe ich schon absolut was niedergefahren, aber das war unvermeidbar. Dann hast du mir die großzeitige Religion der Differentialsperre erklärt? Ja, völlig richtig. Und natürlich den allseits beliebten Sumpf, obwohl der ist da jetzt gar nicht so wild. Bah, du hättest die Teile bis jetzt sehen müssen, hey, ich bin zweimal so eingesumpft. Oh weh. So, und die Werkstatt ist endlich freigeschalten. Tada! Ah, herrlich. So, jetzt haben wir noch drei Verdeckungen zum Aufdecken. Und ich bin mir überlegen, mit was am Morgen wir das machen. Weil uns fehlt immer noch der große MAZ. Und ich hoffe, dass der da drinnen ist. So, das heißt, das klemmen wir jetzt da auf. Werkstattladefläche brauchen wir nicht mehr. Tank brauchen wir nicht mehr. Kabinenschutz, Werkzeugunterteil. Das ist ziemlich viel, was du drauf bauen kannst. Jetzt ist immer, ja, entweder oder. Das kann das Mehrzweckding. Das? 800 Reparaturpunkte, das dabei. Und das brauchst du um. Ja, wenn ich einen Wagen kaputt mache, weil ich aufsitze oder gegen Stein abbeppel und so, krieg ich Schaden. Und damit kannst du reparieren. Du musst aber nichts werkstatttechnisches irgendwo reparieren. Wie meinst du das? Die Gebäude, zu denen du fährst. Na, deswegen hab ich jetzt gerade gemacht. Ich habe diese zwei Punkte mir gebraucht. Und zwar von der Werkstatt da, darüber. Und das war ziemlich sein. Jetzt schaue ich halt, dass ich die ganze Karte noch aufdecke, so wie ich es eigentlich immer mache. Erst einmal die ganze Karte aufdecken, dann einmal suche ich die beste Route, um das Holz zu transportieren und dann geht es ins Holz transportieren. Und dazwischen halt noch alle Fahrzeuge, die auf der Karte nochmal stehen, freischalten. Und Du das und dein heißt, Holz. ja, und das heißt in dem Fall, dass ich halt hinfahre. Moment, sagst du nicht immer zu mir, dass ich viel zu viel mache auf der Map, um alles rauszufinden? Schau, dieses Spiel hat keine wirklichen Ziele. Die Ziele sind bring Holz von A nach B. Und das ist so als Missionsgebung jetzt ein bisschen dünn. Das heißt, man macht sich bei dem Spiel eigentlich mal selbst die Missionen. Ja. Jetzt rette ich raus. Ja, versuch's zumindest. Ich versuch nicht einzusumpfen. Was hast du mit der armen Straße gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Boah, Differentialsperre, sie arbeitet. Bist du deppert? Jawohl. Den Stein hast du verpasst. Müssen wir Schäm gerade dich. schauen. Da fahren wir hin, da fahren wir hin, da fahren wir hin. Oh toll, eine Holzbrücke. Oh, das sind die guten. Haltet wenigstens schön voll aus. Kannst du da Holzbrücken zusammenhauen? Na, ich glaube wirklich kaputt machen kannst du sie nicht, aber du kannst sie halt schon ziemlich gut verbiegen. Vor allem jetzt mit einem richtig schweren Fahrzeug drüber fährst, dann wird sie schon ein bisschen gewobbelt. Um Himmels Willen, hör auf, diesen einen Fluss zu ziehen. Nee, der war schon da. Das geht eh sehr gut, muss ich sagen. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell da durchfahren. Tag-Nacht-Rhythmus? Ja. Hui. Fancy Tag-Nacht-Rhythmus und Shit. So, wir müssen jetzt da irgendwie noch rüber. Also, mal ab. Ah, schau, da war ja schon die Verdeckung. Sehr gut. Rennesbachhalle. Und so, schauen wir mal. Nix. Wieder nichts Neues. Scheiben. Okay. Was ist eigentlich denn das Geländefahrzeug, mit dem du normalerweise immer aufdecken gehst? Ja, wenn ihr ein MAZ habt, dürft ihr mit einem MAZ fahren, das mit dem großen D537. Aber jetzt ist das ist der C255, der ist eigentlich auch super. Ja, finde ich die meisten PS von den ganzen C-Fahrzeuge. Oder halt zumindest fühlt sich so an. Radstand ist gut, hat große Ballonraufen. Das ist gut. Erinnert mich Also im Endeffekt leicht. brauchst du halt ein Fahrzeug, das sehr viel Boden auf dem hat. Erinnert mich leicht an die Kraftfahrerausbildung im Bundesheer. Wo die Idioten Glaube es ich nicht ja. geschafft haben, innerhalb von einer Stunde ein 12 M18 aus einem kleinen Schlammloch zu ziehen. Ja. Obwohl die zwei Panzer da hatten. Moment, was?
Die kriegen an 12 um 18 nicht ausgezogen. Der wiegt doch nur ein Bruchteil vom Panzer, oder? Ich weiß, aber das war irgendetwas mit, ja, die Fahrer müssen lernen, selbst rauszukommen. Die geringste Unterstützung der Panzer. Und dann haben sie den Schlammlauf noch tiefer gemacht, dann sind sie bis zum Motording eingesucht gewesen. Okay, gut, das ist dann natürlich fies. Aber eigentlich der Panzer, bitte, der fährt an und dann fährt der Hund im Tiefschlaf raus. Das Problem ist, er muss den ganzen LKW rausziehen, nicht nur das obere Teil. Ja, das geht ja wohl, was er unten einhocken im Schlamm immer ist. Ja, ja, aber man, der braucht nur, unter Anführungszeichen nur, einmal unten rankommen zum Träger und dann das Band hinziehen. Dann ja, saugt ihn dazu gibt es die berühmten Schlammtaucher des Bundeswehr. Das ist der Hai? Nein. Gibt's die? Ich weiß, dass wenn irgendwie das Bundesheer den Flughafen absichern muss, das Kampftaucher zum Einsatz kommt. Frag mich nicht wo. Das was? Kampftaucher. Beim Flughafen? Ja. Kampftaucher? Ja. Auf Bali? Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht, wenn ein Flugzeug der Schwäche ein bisschen zu nahe kommt, aber. Ja. Oder der Donau. Oder irgendeinem anderen großen Gewässer, das in der Nähe des Flughafens gibt. Aha, okay. Aber komm schon. Es geht eigentlich ziemlich gut, da muss ich gerade sagen. Und er kämpft sich durch. Oh mein Gott. Landschaft auf. Hast du die Kontrolle über das Fahrzeug und das Fahrzeug die Kontrolle über dich? Nein, nein, die hat schon nie. Jetzt geht's eigentlich gut. Also die Karten zeigt sich jetzt von aus der guten Seite. Und mein Gott, ist das ein schöner Punkt zum Aufdecken. Direkt auf der Straße, he. Herrlich. Da hat ein Entwickler einen guten Tag. Ja, naja, gut. Die restliche Karten ist halt wieder solche. So, und? Bading! Nix. Immer noch nix! Schauen wir mal, was. Dann fahren wir mal da Straßen nach, damit wir müssen. Man, gut, jetzt die gerade runter ist eigentlich ziemlich gut zum Holz transportieren. Muss ich sagen. Also, das kriegen wir hin. Wenn wir einen MAZ hätten, ich hoffe, wir haben noch einen auf der Karte. Jetzt haben wir noch eine einzige Aufdeckung. Dann hat man langsam Angst, weil sonst müssen wir es mit dem Fahrzeug transportieren. Das wird ein Spaß. Wäre es nicht besser, wenn du ohne Ladung rüberfährst? Das ist ja weniger schwer. Ja, jetzt zum Erforschen, wenn irgendwo. Man, ist es im Endeffekt ja wurscht. Da rein zumindest noch. Was sind wir da? Ein Wasserturm. Ein Wasserturm? Ja, schaut aus wie ein Wasser. Wir müssen das Ziel einfach vorbei. Du brauchst einen Wasserturm auf dem Weg? Nein, brauche ich nicht. Ah. Unnötige Dekorierung. Ja, genau. Sagen wir nochmal. Okay, jetzt mal langsam nach rechts fahren, bitte. Auf dem Straßenverlauf folgen. Bitte schon. Der Straße folgen. Ja, genau. Bitte Ente. So. Ey, sumpf sind immer. Na, die Straße ist verdächtigst fest, ja. So. Und da geht's weiter. Und da wird es wahrscheinlich zur Holzverladestelle gehen. So, mal, fahr mal links. Ganz rumfahren können wir immer noch. Du willst bei der Straße wenden? Das geht gut. Wie viele Bäume müssen dafür geopfert werden? Gar keiner. Wo sind die Grünen, wenn man sie braucht? Nicht da. So. Vor allem nicht in Russland. Du sagst Russland, ich sag deine. Ja, wir hätten doch rechts von sollen. Fahr mal rechts. Das können wir mal relassieren, oder? Ja. Über die Steine drüber. Okay, aber. Der arme Baum hat ja sicherlich Familie. Na bitte, geht doch. Das war doch selbst noch ein Jungbaum. Ja und? In der heutigen Gesellschaft haben sogar Jungbäume schon Kinder. Okay. So. Das, die Aussage wollen wir mal bitte einrahmen. Oh. Durchgraben! Durchgraben! Und schau, es geht. Ich frage mich, was um alles in der Welt sie getan haben, um den Schlamm so aufzudämmen. Naja. Ich glaube, das schaut schlecht aus mit dem MAZ. Na, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie geht. Wie der Motor. Na komm. Nix. Diese miesen Penner! Diese miesen Penner! Das gibt's da nicht. Das Problem ist jetzt folgendes. Das Holz von da über diese Distanz daher zu bringen. Sobald wir es da bei der Werkstatt haben, können wir da die Autobahn runterfahren, die wir jetzt gefahren sind. Autobahn?
Das ist auch halt, naja, mit Autobahn ist es gar nicht, aber es ist halt die Straßen. Tor Nummer 2, das war sie. Man kann es ganz entspannt von da runter transportieren. Das geht relativ gut. Dann haben wir das Problem, dass wir da mal einen Fluss müssen. Das geht auch noch. Aber dann haben wir dieses Stück da, dieses Waldstück. Allerdings haben wir wieder als positive Sache, haben wir den da stehen. Das ist ein Geländefahrzeug, mit dem wir uns auserzählen könnten. Jetzt sagen wir, fahren mit dem. Dann nehmen wir den, wenn der gut benannt ist, und diesmal mit dem oben und versuchen es rüber zu transportieren mit der mittleren Aufleger. Und jetzt sehen wir da doch außer. Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast, und ich stimme dir komplett zu. Dann ist ja gut. So. Dann nehmen wir das Fahrzeug. Können wir vergessen. Nehmen wir das Fahrzeug. Und bringen das erst einmal zur Werkstatt. Du kannst es einfach so. Ja, das ist, weil es nicht im Simulationsmodus ist. So, dann tun wir einen Holzaufleger auf und einen mittleren Anhänger. Was haben wir dann da auf Standard? Straßenräder Standard. Und du sollst jetzt schon ein. Warum? Warum? Weil der Anhänger eingesumpft ist. Na, schau, der blockiert irgendwie hinten der Anhänger. Mal, der ist verpackt. Der Volk. Weg. Nüff. In der Fahrzeugposition bringt die gleich in Position, Alter. Bruder, pass auf, pass auf. So. Wo die Werkstatt positioniert dich. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Was ist das bitte für ein Schlammlochen? Ich weiß auch nicht. Jetzt sind aber. Tja, jetzt beginnt das Trucking. Also wirklich, ich dachte, du wirst angeben, wenn ich da bin. Dann spielst du es nicht in der kompletten Simulation. Nee. Mit der Simulation ist ein bisschen nervig und vor allem braucht es ewig. Du hast doch jetzt mich. Ja, Bei mir aber wird auch es Dead ewiger dauern. Space. Hast du schon deinen Schwein geübt? Nee. Das geht schon. Das ist Schlamm, das ist Russland. Das ist Mutter Erde. Ich glaube eher, dass das Mutterparasit Erde ist. Okay. Irgendwann findest du es im Motorraum, bis du Energie abzapft. Ah. Damit aus dem Erdklumpen plötzlich Stahl. Ah, gut, das wäre eigentlich gut, weil dann versinke ich weniger drin. Doch, da will ich runter. Ist das ein Garnier? Ha? Ja, du kannst manuell in die erste, manuell in den Rückwärtsgang, Automatik und der andere ist dann Nebenantrieb. 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 Das ist quasi beim Getriebe, das sind nicht nur die Stangen außer zu den Rädern, sondern noch eine zweite Stange außer, wo es da Generator oder Seilwinde oder sowas anklemmen kannst. Der Nebenantrieb, dann schaltest du eben auf das. Hat meistens eine relativ hohe Übersetzung, also voll Drehmoment. Das erwindest du dich weiter. Zum Beispiel, ja. Kannst du dich dann von Baum zu Baum schwimmen? Ja, rein theoretisch schon. Aber ich hab dieses große E-Fahrzeug und damit kann ich mir was erzählen. Also das ist ein Bergefahrzeug. So, das nächste Gewässer. So, sind wir schon da. Oh, verdammt, wir sind falsch dran. Dann mal beim Kraftstoff vorbei. Okay. Hoffen wir mal, dass es da nicht allzu tief ist. Was macht der Marianengraben im See? Oh. Das geht schon, das geht schon, das geht schon, das geht schon, bis dort der Watte dampft. Wo ist der Schnorchel? Wo ist der Schnorchel? Ja. Schau, das geht ja ohne Probleme. Dum, 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 dum. Schwimmt was an, ja. So ein kleiner Termitbohrer. Oh je. So, und da sagen wir jetzt, dass die Lok nicht ganz so tief ist da unten, da fahren wir durch. Geht doch. Und der Anhänger sauft gehabt. Noch bitte. Dann können wir tanken auch noch einmal.
Sehr praktisch. Du hast fast keinen Kraftstoffverbrauch. Ja, 30 Liter. Das ist schon ein, zwei Mal Bertha Hütte zurückfahren mit dem Michel da Betty. Ein Kraftstoff. Wie die Stiefmutter. Man fährst auch schneller und länger, um von weg zu kommen. Mhm. Nein, nein. Völlig richtig. So, muss wieder drüben. Na, muss ich nicht. Hast du bei einem Eingang das Gift gesehen von dem Reversierenden? Boah, ja, der ist genial. Garten gerade noch. So, dass wir da jetzt, wenn wir uns da hinparken, auf festem Grund. So. Damit bis zum nächsten Teil, Leute. Ciao. Servus.